Ich habe mich schon immer für Technik interessiert und mir war bewusst, ich will unbedingt was Handwerkliches machen. Mein Vater und meine Schwester hatten bereits den Beruf Systemelektronikerin gelernt und da habe ich mir gedacht, das wäre auch was für mich. Ich finde es sehr bereichernd, für das Social Rechenzentrum zu arbeiten im Bildungswesen. Besonders motiviert mich, für die Lehre und Forschung tätig zu sein. Für mich ist wichtig, dass ich ein erfülltes Berufsleben habe mit einer wichtigen Aufgabe, aber auch, dass ich genug Zeit habe für meine Ideen und für meine Familie. Das HAZ ist der zentrale IT-Dienstleister an der TU Darmstadt und versorgt insbesondere die zentrale Verwaltung, aber auch alle dezentralen Bereiche mit IT-Services und unterstützt so die Lehre, Forschung und Verwaltung. Als ich am HAZ meine Ausbildung begonnen habe, war ich die erste weibliche Azubine in diesem Berufszweig. Und weil das noch damals so ungewöhnlich war, war ich das Gesprächsthema Nummer eins. Das hat sich dann mit der Zeit schnell gelegt. Dann habe ich meinen Ausbilderschein gemacht, war dann Gleichstellungsbeauftragte im HAZ und jetzt bin ich Gruppenleiterin. Vorankommen, ein Ziel haben, das finde ich persönlich ganz wichtig. Und darum bieten wir unseren Mitarbeitenden auch ein umfassendes Weiterbildungsangebot an. Die Führungsposition als Gruppenleitung war für mich am Anfang recht ungewohnt, aber durch meine Tätigkeit als Ausbilderin hatte ich schon eine gewisse Vorerfahrung. Generell am HAZ ist es so, dass man vorbereitet wird auf so eine Führungsposition, eben in Form von Coaching, Weiterbildungen oder auch das Führungskolleg, was ich dieses Jahr besuchen darf. Ich mache meine Ausbildung in der Universitäts- und Landesbibliothek in Darmstadt, bin angestellt beim HAZ und bin seit knapp 2 Jahren Ausbildung immer noch sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Es war wichtig für mich, Elternzeit zu nehmen, um für mein Kind da zu sein, gleichzeitig aber auch meiner Frau und mir die Freiräume zu geben, um weiter arbeiten zu können. Das hat an der Uni und hier im Rechenzentrum wunderbar funktioniert. Unkompliziert, ohne dass jemand sich beschwert hat. Es wird hier gelebt, Familienfreundlichkeit. Und anderswo in der freien Wirtschaft wäre das wahrscheinlich nicht so einfach gegangen. An meinem ersten Arbeitstag ist mir direkt aufgefallen, wie fröhlich und ausgeglichen hier alle Mitarbeiter sind. Hier steht jeder hinter seinem Job und es macht einem Spaß, hier zu arbeiten. Also das Spannende und Schöne an unserem Team ist, dass wir mehrheitlich Quereinsteiger sind. Ich zum Beispiel habe Biochemie und Molekularbiologie studiert und bin heute am Großrechner. Ein Kollege von mir ist Biologe, der andere Kollege ist Physiker. Und das macht das Arbeitsumfeld natürlich besonders spannend und interessant. Besonders gut gefällt es mir, dass es hier Menschlichkeit gibt und dass es darum geht, gemeinsam was zu erreichen. Nicht der Einzelne wird größer, wenn er auf den Schultern des anderen steht, sondern wir müssen zusammenhalten und gemeinsam was erreichen. Für alle, die auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung sind und dabei die Zukunft gestalten wollen, ist hier am HAZ der richtige Platz.